gestern im Museum der Toleranz. Wir wollen euch hier auf die Dynamik von Rassismus und Vorurteilen in Amerika aufmerksam machen. Wisst ihr, dass viele Worte in unserem täglichen Gebrauch Intoleranz ausdrücken? Beginnen wir unsere Tour mit einem Spaziergang durch den Tunnel der Vorurteile, damit ihr merkt, wie man sich fühlt, wenn man diskriminiert wird. Schwuler! Bohnenfresser! Reisfresser! Neger! Judengöre! Schwuchtel! Erdnussfresser! Schlitzauge! Oh, das ist ja sensationell! Jetzt wisst ihr, wie man sich dabei fühlt. Ich will nochmal rein! Und nun wollen wir die Halle der Klischees betreten. Diese Wachsfiguren zeigen, wie intolerante Menschen verschiedene Minderheiten darstellen. Hier ist eine farbige Person, eine Hähnchenkeule und eine Wassermelone. Ein Klischee, das afroamerikanische Bürger verletzt. Welche anderen Klischees kann man hier noch sehen? Ah, das hier ist ein Araber als Terrorist. Ganz richtig, aber wir wissen natürlich, dass nicht alle Araber Terroristen sind, nicht wahr? Da ist ein Asiate mit einem Taschenrechner. Genau, nicht alle Klischees sind negativ besetzt. Doch auch ein positives Klischee wie alle Asiaten sind gut in Mathe ist schlecht für die Gemeinschaft. Und hier ist der geldgeile Jude. Sehr gut, junger Mann. Die Behauptung, Juden wären nur am Geld interessiert, ist schon uralt. Ah, hier ist ja was ganz Feines. Das Klischee vom faulen Mexikaner. Hey, was? Oh, Gringo, wie spät ist es? Ich hab sie für eine Wachsfigur gehalten. Nein, Mann, ich bin der Hausmeister. Ich soll sie sauber machen, aber ich bin müde. Ich gehe eine Runde Siesta. Und das ist unser Entdeckungsflügel. Lasst euch bei den Computerdisplays Zeit, denn wisst ihr, um tolerant zu sein, muss man lernen, auch kleinwüchsige Menschen zu respektieren. Und Menschen, die eine Behinderung haben. Selbst Menschen mit Übergewicht, wie dieser junge Mann hier. Hey! Ihr anderen habt ihm wahrscheinlich schon Schimpfnamen gegeben wie Tonne, Schmalzgrab oder Fetttitte. Schmalzgrab ist geil! Muss ich mir merken. Trotzdem müssen wir ihm gegenüber tolerant sein. Wenn er fette Nahrung essen will, dann ist das ein Ausdruck seiner anderen Lebensart. Ich bin nicht fett. Ich hab bloß eine andere Lebensart. Wir diskriminieren dich ja auch nicht, weil du alles in dich reinfrisst. Ja, Toleranz bringt's voll. Das ist unser Cartman. So, damit endet unsere Tour. Habt ihr jetzt begriffen, warum Toleranz so wichtig ist, Jungs? Denk schon. Wir müssen die Menschen so akzeptieren, wie sie sind und auch, was sie tun. Hey, was zum Geier machen Sie da? Verzeihung, ich dachte... Rauchen im Museum ist verboten. Aber ich bin nicht im Museum. Verdrück dich, du verfickter Raucher. Asphaltlunge. Na los, vergifte dich ruhig, du Teerkübel. Raucherbein, Tisch ab. Noch einen schönen Tag alle zusammen. Jetzt könnt ihr euren Lehrer und seinen Assistenten respektieren, wie sie es verdienen, nicht wahr? Ja.